Ich habe mich gerade erst entmutet und deswegen hat sich so komisch angehört. Na, okay, laden wir den Safe. Wie ist der, kommt der dahin bitte? Ja, es ist immer noch der gleiche Tag, ich bin immer noch genau in der gleichen Verfassung und das heißt, ich bin immer noch verdammt müde. Nicht mehr lange, bin ich 24 Stunden wach. Wie zur Hölle? Ich komme gerade nicht darauf klar, wie zur Hölle der das da jetzt hingeschafft hat in der Zeit. Nein, gut, er hat gesagt zu mir, er hat ein bisschen überzogen. Das heißt, ich werde jetzt auch wieder überziehen, einfach aus Prinzip. Aber... Hallo? Okay, die Seilbahn fährt gleich hinauf. Möchtest du mit? Nein. Okay. Toll, jetzt kann ich ja schauen, ob er hier die am Berg die Trainer gemacht hat. Ich glaub's ihm nicht. Meteorfälle. Wir kommen da später eh nochmal hin, also gut. Ja. Gut. Seilbahn, Steilpass. Na gut. Moment, ich kann's mal nachschauen. Denn dieser Feuerspucker gibt einem hundertprozentig. Ach Gott, gibt einem sogar. Okay. Gibt einen hundertprozentig die Nummer. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein. Da ist er ja. Na, Hasso, Hitzkopf Hasso, 114. Okay, er hat ihn gemacht. Wow, Jay, ich bin beeindruckt. Ich schaue mir kurz die Pokémon an. Merlin ist auf 25. Okay. Nichts besonderes Neues erlernt. Duflo ist auf Level 25. Kopfnusschaufler, okay. Check jetzt nochmal weiter. Blubstrahl. Orchum. Jetzt so Orchum. Stärke, Doppelklick, Klutheuler. Ich kann nicht mehr gescheit reden, ihr hört's. Was hat ein Bursi eigentlich für ein Item? Seidenschal? Ja, gut, verstärkt normale Attacken, aber gut. Ja, Ach ja, Items. Ganz kurz nachchecken, ob wir da was bestimmtes Neues haben. Carbon, Protein, woher kommt das ganze Zeug her? Woher kommt das? Gut. Keine Ahnung, woher er plötzlich so viel Zeug hat, aber er hat plötzlich so viel Zeug. Mondstein hat er bekommen. Okay, das ist auch interessant. Ja, nur schon ein bisschen geordnet und dann kann es auch gleich weitergehen, wenn wir hier das hier hingesetzt haben. So. Gut, dann fahren wir mal mit der Seilbahn hinauf. Und holen uns da oben einen Wutkeks. Ich könnte mich ganz bisschen noch an die Musik erinnern. Das fand ich immer schön, diese Animation, wie man hochfährt auf den Schlotberg. Oh, die Musik finde ich awesome. Steilpass bei Lava statt geradeaus. Die Musik ist so geil. Ich liebe sie. Ihr redet eh nicht. Wir müssen für mehr Land sorgen und müssen. Es gibt weniger Lebensraum für Wasser-Pokémon. Na toll. Und die kämpfen beide mit Pfiffchen. Wo gab's die Wutkekse? Ich weiß nicht mehr. Was ist denn das hier? Ein Vierfach. Moment, das ist Adrian. Jay, ich hätte es wissen müssen. War doch klar, dass du hier auftauchst. Schau dir ruhig an, was die Fanatiker von Team Magma vorhaben. Sie wollen die Kraft des gestohlenen Meteoriten in den Vulkan geben. Und das wird den Vulkan zum Ausbruch bringen. Okay. Ich meine, die haben beide ihre Ansichten und sind gegen die anderen Ansichten praktisch. Was auch nicht unbedingt schlecht ist, aber beide Ansichten sind jetzt nicht unbedingt so toll. Ihr werdet mich meiste Zeit hier nur singen hören, denn die Musik ist so schön, lala. Okay, Plantman, okay, ich würde auf jeden Fall mal Funk und Stahlwerk-Heini an die erste, an die ersten Stellen hauen, denn da gibt es einen Doppelkampf. Okay, die Musik ist zu geil, dass ich jetzt in den Kampf gehen möchte. Aber ich möchte den Vorschlag. Hey, da kann ich den Magma-Boss machen. Wir von dem Magma setzen alles daran, zum Wohle aller zu handeln. Und wenn das Ding mehr Landschaft gibt, es mehr Platz zum Leben. Und jeder wäre glücklich. Ah ja, na, wenn ich mehr Land gibt, dann wäre ich in der Lage, wenn ich nur. Ich bin ja. Da 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 da
Team Magma-Rüpel und Team Magma-Rüpel möchten kämpfen. Welch ausgefallene Originalität. Kamaup und was war das andere? Zubat, okay. Funk und Borsi. Stahlwerk-Heini. Gut. Wir sollten mit Flügelschlag zumindest das Zubat mal gut treffen können. Schaufler hilft gut gegen Kamaup. Bäm! Und Le Zubat ist verdichtet. Funk ist einfach der Übergott. Wir müssen es einsehen. Funk ist einfach Le Übergott. Gut. Nein. Schwalboss hat einen ziemlich guten Angriff. Ziemlich gute Initiative. Und es ist eine Flugattacke. Und Intensität trifft Borsi aber. Das ist scheiße, weil Borsi auch noch Gestein ist. Und Stahl macht. Ja. Intensität. Ach komm, das ist billig. Das ist. Billiger geht's praktisch nicht. Komm, was soll das? Warum kein Pokémon Center oder irgendwie komisch. Mal sehen, wie viel der Flügelschlag abzieht. Bam und bam. Einmal getroffen. Ich muss aufstoßen. So, Toasty hält und blablabla hält und bitte, was sagst du, ich habe verloren? Oh mein Gott, mein Traum von einem großen Haus. Ich lebe in einem großen Haus, aus auf den Jahren, dort fließt La... Ja, ja, wir kennen's. Wir haben 3 Beleber, habe ich das richtig gesehen? Also jetzt dann wahrscheinlich nur noch 2 oder 1, falls ich mich verschaut habe. Ich habe mich nicht verschaut, wir hatten 3 Beleber. Okay, woher so viele? Und wir sollten uns mal Supertränke kaufen. Gut, und Toast kriegt auch noch einen reingedrückt. Das ist richtig schön hart. Ich wollte dazu mal noch eine Beere geben. Beere Nummer 7 ist die Sinelbeere. Ich wollte nicht prüfen, sondern sie eigentlich einsetzen. Dankeschön, Menü. Yep. Und damit wäre Pongy fast komplett aufgeladen. Und damit wäre alles fast komplett aufgeladen. Hat irgendjemand ein neues Level erreicht? Nee. Gut, wir können so weitermachen. Funk. War Funk an erster Stelle? Egal. Funk bleibt doch erstmal an erster Stelle, weil Funk ist überaus so. Ah, du bist also einen weiten Weg hier hochgelatscht. Tja, du kommst leider zu spät. Ich habe den Meteorit aus Meteorfälle bereits meinem Boss abgeliefert. Ist das jetzt Team Magma Vorstand? Ja, sieht so aus. Eine Ausforderung von Magma Vorstand Kalle. Okay, Kamaup wird von Magma Vorstand Kalle einen Kampf geschickt. Okay, ein Kamaup. Naja, Kamaup. Los, Funk! Epic Music. Seht euch, Funk ist. Er ist einfach der Übergott. Akzeptiert's oder. Oder. Ja, es geht nicht an. Okay, Kamaup. Mit etwas Glück könnten wir Borsi jetzt schon einsetzen. Ich würde nämlich gerne. Wenn nicht, dann. Ja, muss ich nochmal einen Belieber verschwenden. Aber komm. Ich hoffe jetzt einfach mal auf mein Glück. Ist eine ziemlich doofe Wahl jetzt, aber. Kommen. Und Schaufler. Ach so, Felsgrab könnte ich natürlich auch einsetzen. Dumm, scheiße. Warum setze ich nicht Felsgrab ein? Ja, Intensität war klar. Intensität 8! Ey. Warum mache ich auch sowas? Ja. Und ich bin auch noch im Boden. Das ist ja auch nochmal. Das ist, glaube ich, doppelt verstärkt oder so. Warum mache ich sowas? Frage ich mich gerade ernsthaft. Was geht in meinem kranken Hirn vor in dem Moment? Frage ich mich. Ey. Toasty, du weißt echt nicht, wie man Pokémon spielt anscheinend. Naja, nicht mehr. Also. Gut. Jetzt habt ihr euch alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und ja, sowas muss auch mal kommen. Ne? Oh Gott, und ja, Funk. Funk erreicht Level 25. Ich sollte ihn den Funk umbenennen. Als nächstes wird Fifi ein Hundi von Vorstand eingesetzt. Okay. Ein Hundi. Was setzen wir gegen Hundi ein? Gegen Hundi setzen wir Toasty ein, weil Toasty kann Doppelkick und damit ist es One-Hit praktisch, weil Hundi ist Unlicht und Kampf gegen Unlicht macht ordentlich Bums und Doppelkick macht auch noch ordentlich Bums und deswegen... Ja, und Jungblut selbst ist auch nochmal Kampf und deswegen macht das überordentlich Bums. Bäm! Und ja, es hat ein Treffer ausgelangt, ne? Also... Toasty und Funk, das sind die Übergötter. Nein, okay, ich sag weiterhin Funk. Zubat, dann kommt Merlin rein. Oh, Merlin. So, das ist der letzte Pokémon, okay. Und dann kommt auch schon, wie auch immer der Magnetyp hier heißt, ich hab's vergessen.
Dass der eine Adrian heißt, das wusste ich ja. Ich hätte Schockwelle einsetzen können, wäre glaube ich klüger gewesen. Obwohl, Konfusion ist Step, also ja. Wie heißt der Magma-Typi? Ich habe den Namen verdammt nochmal vergessen. Aber weil ich verloren habe, sobald unser Boss das Ding zum Leben erweckt. Punkt, Punkt, Punkt. Jay gewinnt viel zu wenig Geld. Boss, beeil dich! Gib dir Energie des Meteoriten! Ach, Pussy bringt uns so oder so nicht viel. Aber ich hätte ihm lieber am Leben, nur so zur Sicherheit. Okay, was setzt er nochmal als erstes ein? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay, Beleber auf Borze. Und diesmal gebe ich ihm einen Sprudel, denn das ist gesund und hält frisch oder so. Ich muss wieder aufstoßen. Okay. Haben wir Borze an die erste Stelle und schauen mal, hoffen das Beste, sagen wir mal so. So, was ist los? Ich muss so viel aufstoßen. Oh Gott. Die Kräfte in den Meteoriten steckt. Wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Schlotbergs enorm verstärkt. Die Energie wird tief im Krater ansteigen und... Ausverzeichen? Ach, Mark. Okay, Mark. Wow, Epic-Name. Hm, wer bist du denn? Adrian hat sich über ein Kind beklagt, das sich in die Angelegenheiten von dem Aqua einmischt. Dieses Kind musst du sein. Und du glaubst, du kannst dich auch in unsere Team Magmas Angelegenheiten einmischen? Hör gut zu, schon lange nutzen die Lebewesen das Land, um zu wachsen und zu gedeihen. Daher ist das Land wichtiger als alles andere. Es ist die Wiege allen Lebens. Daher widmet sich Team Magma auf der Aufgabe, die Landmassen zu vergrößern. So entsteht mehr Raum für Menschen und Pokémon. Für unsere Pläne brauchen wir das, was im Inneren dieses Berges schläft. Nun, mehr brauchst du nicht zu wissen. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich bin sicher, der Jay hätte das alles nicht vorgelesen, sondern gemacht. Wo haben wir eigentlich Adrian zum ersten Mal getroffen? Im Museum wahrscheinlich. Und mir ist aufgefallen, dass es im Anime der Adrian der etwas bösere Typ ist. Und es kommt mir so vor, als wäre Mark hier der etwas bösere Typ. Ich werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Epic Music. Dim, 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 dim. Eine Herausforderung von Magma Boss Mark. Awesome! Ich kann endlich mal auch mal einen awesome Kampf kommentieren. Magnaian wird von Magma Boss Mark in den Kampf geschickt. Okay, Magnaian. Okay, das ist auch schon eine Stufe härter. Level 24 ist das schon. Fuck. Bedroher auch noch, ne? Okay. Was setzen wir am besten ein? Kopflos wird nicht viel bringen. Schaufler, Felsgrab. Felsgrab könnte uns vielleicht was bringen. Ja, die Initiative verringern wäre nicht schlecht, ja. Gut, wir treffen natürlich nicht, weil es sowieso schon eine schlechte Genauigkeit hat und durch Sand wird, ist auch noch toll. Bitte setzt ein Biss. Zieht eigentlich schon ordentlich dafür ab, dass es nicht sehr effektiv ist, aber naja, gut. Okay, aber immerhin die Initiative gesunken. Kopflos, und wir dürfen nicht nochmal angreifen. Scheiße, okay, dann bringt uns das auch wenig. Genauigkeit von Borze sinkt. Stinkt. Ich habe mich früher öfter verlesen. Ein Volltreffer. Wow. Kopflos. Biss. Ja, okay. Borze hat hier einen kleinen Vorteil. Ach, Borze schreit zurück. Kann das McNine bei Kopfnuss vielleicht eigentlich auch mal tun? Das wäre auch schön und toll. Ey, komm. Das ist nicht euer Ernst. Nee, ich setze jetzt keinen Sprudel oder irgendwas ein. Das habe ich gesagt. Danke. So. Nochmal Biss und nochmal Schrecke zurück. Gut, dankeschön. Haben wir der Zitrusbeere oder wie auch immer die Teile heißen? Ich habe immer Zistrobeere gesagt, aber das ist falsch. Nee, haben wir nicht. Na gut, dann, ja. Ja. Okay, ein super Trank. McNine, das Biss ein. Wenn wir Pech haben, setzt Adrian dann auch noch sowas wie einen Supertrank oder sowas ein. Das wäre natürlich doof. Hypertrank würde er wahrscheinlich einsetzen. Wenn schon, denn schon. Biss, kann es auch was anderes? Die anderen Attacken sind wahrscheinlich alle in Schreck zurück, natürlich. Beim nächsten Mal schrecke ich wahrscheinlich nochmal zurück und das Mal darauf werde ich wahrscheinlich nicht treffen. Oh, ich habe getroffen, unglaublich. Und wieder ein Volltreffer, awesome. Okay, McNine ist besiegt. Ich glaube, ich wechsle Borze lieber mal aus. Kommt drauf an, was für ein Pokémon kommt. Kamerupt. Ey. Ja. Ja.
Nein? Komm, Azumarill. Ich glaube, damit haben wir die besten Chancen jetzt. Okay, los, Pongy. Kammerhupt, okay. Das ist, glaube ich, schon sein stärkstes, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht davon. Walzer? Stimmt, ja, da hat der Jay recht, natürlich, klar. Ich weiß nicht, warum ich in dem Moment... Oh, das war dumm. Ich wollte gar nicht drücken, verdammt. Ich weiß nicht, warum ich in dem Moment nicht daran gedacht habe. Natürlich, über einen Legler wird wird der Effekt von Walzer verdoppelt. Das ist natürlich, was es dann im Grunde zu einer der stärksten Gesteinsattacken macht. Und das ist, ja, toll. Intensität 8 noch einmal. Kann es nicht mal Intensität 5 sein? Wenn Intensität 8 schon Pongy so runterhaut, ja, dann... Ich meine, wir können auch keine Items einsetzen, leider. Wenn Kammerhupt jetzt irgendwie verfehlen würde, wäre das Tackle. Gut, intelligentes Leben, aber hey, mit Bussi sollten wir es hinkriegen. Wenn wir mit Felskraft treffen sollten, die Genauigkeit hat sich wieder resettet, weil wegen... Es war so klar. So, es muss jetzt kommen. Triff bitte. Danke. Red X! Okay, Kammerhupt ist... Auch nur noch Boden dazu, oder? Ist Gestein gegen Boden nicht so effektiv? Das wäre mir irgendwie neu. Okay, Schaufler. Achso, es hat Intensität. Dumm. Was mache ich? Ruh. Es wird Intensität einsetzen. Intensität 9 oder... Glut. Schlau. Glut hätte nicht mal was gebracht, weil ich auch noch Gestein bin. Jihihi. Okay, setz Glut ein. Nochmal. Okay. Okay, es hätte was gebracht. Intelligentes Leben, dieser Mark. Oh Gott, der wird uns noch die letzten Nerven kosten. Toasty, Toasty kann uns helfen. Toasty hilft uns doch aus jeder Situation jetzt raus, ne? Ja, Doppelkick und dann weg damit. Der setzt immer einen Supertrank ein. Ich könnte gerade so... Könnte ich gerade machen mit ihm, ne? Nee, dieser Mark. Stärke, wie viel zieht Stärke ab? Wahrscheinlich nicht so viel wie Dings. Oh, haut ordentlich rein. Wie viel Pech kann ein Mensch haben, echt? Gut, Toasty, was damit auch? Ob wir das noch hinkriegen? Also, das wird extrem jetzt für mich. Okay, Funk. Funk ist nicht anfällig für Bodenattacken. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Flügelschild, ja gut, mehr wollte ich auch gar nicht. Ja, Funk ist der Übergott, wie gesagt. Also, Funk regelt. So nenne ich den Part. Als nächstes wird Zubat von... Okay, Zubat. Zubat, Merlin, na klar. Warum hat er Zubat? Warum nicht ein Golbat? Aber Zubat? Ich meine, Golbat würde Sinn machen, aber warum kein Zubat? Warum Zubat? 24... Okay. Konfusion. Und das war's mit dem Zubat. Mit ziemlich großer Sicherheit, ja. Ein Volltreffer auch noch, okay. Das ist sehr effektiv, natürlich, das ist sehr effektiv. Wir haben den Boss Mark beschafft. Beschafft, genau. Wir haben ihn beschafft. Weh, bitte. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe. Ich vergesse das doch immer, ihr kennt mich. Ich, Mark, wurde ganz hinterhältig besiegt. Jay gewinnt immer noch viel zu wenig Geld. Genau, ich ziehe mich für den Moment zurück. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass du Team Magma zu Gesicht bekommen hast. Auch ohne Meteorit. Wenn wir erst die Kugel haben. Teleport über, Teleport und weg. Hallo Adrian, Jay. Danke. Mit deiner Hilfe haben wir den zerstörerischen Plan von Team Magma durchkreuzt. Aber du... Auf welcher Seite stehst du? Ach, das ist egal. Wir werden weiter unsere Augen aufhalten und Team Magma beobachten. Jay, wir sehen uns bestimmt wieder. Gut, er hat sich bedankt. Das muss ja nicht heißen, dass er auch Pläne hat. Ich meine, die wollen die Wassermassen vergrößern. Dafür gibt es in Höhen auf jeden Fall genug. Ein Meteorit steckt in dieser Meteorit. Ja, natürlich möchte ich ihn mitnehmen. Meteorit erhalten! Yippie, juhu! Wir haben es geschafft und... Ja, Jay, rate mal... Blasius. Der Blasius. Oh, ich habe es wieder nicht geschafft und ja... Wie toll, dass du den gleichen Text wie das letzte Mal hast. Irgendwie ist die Steuerung bei mir ziemlich delayed. Ich weiß nicht, ob es von der Aufnahme her rührt. Und die Frau geschenkt uns Wutkekse. Lavakekse. Ich dachte Wutkekse. Nein, Wutkekse waren die Teile aus Mahagonia. Also mein Gott, wie komme ich jetzt auf Wutkekse? Lavakekse heißen die Teile, nicht Wutkeks. So, Lavakeks. Ja, wir hauen uns mal ein paar rein da. Also für 200 Poké-Dollar... Und die heilen alle Statusprobleme. Ist das eine überaus sehr, sehr billige
Art, um sich Sachen zu kaufen. Mein Gott, ich spul's hier ein bisschen vor, weil der Jay, der spult auch immer gerne. Außerdem bringt mir das eher eh wenig, weil meine Aufnahme ziemlich scheiße gerade läuft, weil wegen Zeugs. Und einmal noch. Okay. Jay, reg dich nicht auf. Ich hab mich auch immer aufgeregt bei dir. Okay, meine Pokémon sehen ziemlich scheiße aus. Also nicht scheiße, aber sie sehen sehr mitgenommen aus. Pongy hat mir wie immer geregelt. Und hier bringt es uns nichts. Das ist auf der anderen Seite des feurigen Pfads. Da ist leider nicht die Frau, die einem heilt. Hier ist ein Wanderer, der gleich kämpfen will. Ich meine, hallo? Ein Wanderer, ein Gesteins-Pokémon. Am besten Plantman reinhauen. Den Kampf möchte ich noch machen und dann könnte ich auch beenden, würde ich sagen. Ach, da könnten wir mit dem Kunstrad wieder rauf bei diesen Steinen. Okay, hier könnte das Kunstrad vielleicht helfen. Wir haben immer noch das Eirad, ne? Ja. Weil es ja Jay zu faul ist, sich das Kunstrad zu holen. Da freue ich mich aber. Schlotberg-Steilpass. Davon habe ich immer geträumt, wenn ich in den Bergen unterwegs war. Zerklüftete Massive. Das bringt meine Seele zum Erdbeben. Erdbeben. Das bringt meine Seele zum Erdbeben. Genau. Ach ja. Okay, eine Herausforderung von Wandermauchizio. Die haben echt komische Namen hier in dem Spiel. Kleinstein. Yay. Da brauche ich nicht mehr irgendwas machen. Einfach nur Absorber und weg ist die Scheiße. Ich muss wieder aufstoßen. Hallo, na? Okay, Kleinstein wurde somit besiegt. Welch Schwierigkeit das war. Das war eine Schwierigkeit. Da bin ich mal gespannt, wie der Jay schockiert sein wird. Pupanze. Ja, können wir bei Plantman bleiben, ist Boden. Ach ja. Okay, und Absorber. Psystrahl. Ach ja, es ist Bodenpsycho. Gut, aber hat nicht viel abgezogen, immerhin. Dim, dim, dim. Und ja, okay. Kleinstein war halt Gestein und Boden. Das ist doppelt effektiv, also vierfach effektiv. Lehmschelle. Lehmschelle. Ja, Genauigkeit sinkt halt. Mein Gott, es ist halt ein Sandwirbel mit ein bisschen Schaden. Aber mein Gott, das ist nicht schlimm. Okay, damit ist das Pupanze weg und damit könnten wir praktisch weitermachen und könnten praktisch sagen, hey, und das den Spielstand und Jay weitergeben und sagen, hey, das war's mit Let's Play Together Pokémon Smaragd. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Er kann gleich mal hier in den Screen, damit er weiß, wie es aussieht. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Tossi. Ciao.